72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Gibt es alle 5 bis 6 Jahre. Zum zweiten Mal jetzt bundesweit. Das letzte Mal war 2013. Und in diesem Jahr nehmen über 3000 Gruppen deutschlandweit daran teil. Alles ehrenamtliche Gruppen, die in katholischen Verbänden organisiert sind. Und die haben beschlossen, ein soziales Projekt zu organisieren und durchzuführen und das ein Wochenende lang zu machen und in 72 Stunden auch zu schaffen. Eure Projektaufgabe lautet: Rettet die Insekten. Macht Niederdorfelden zu einem Paradies für Bienen, Schmetterlinge und Co. Das ist unser Leben in 72 Stunden. Lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen nicht nur reden. Lass uns was bewegen in 72 Stunden. Und die Welt ein kleines bisschen besser machen, haben wir uns doch geschworen. Wir können nur was bewegen, wir können nur was erreichen, wenn wir alle zusammenhalten. Unser Glaube kann Berge versetzen, vielleicht auch mehr. Lass es unser Leben in 72 Stunden. Lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen nicht nur reden. Lass uns was bewegen in 72 Stunden. Und wir sind viele und wir halten zusammen. Hey, wir sind viele. Ganzes Leben lang, wir sind viele. Niemand bleibt allein, wir sind viele. Weil alles besser werden kann in 24, 48, 72 Stunden. 24, 48, 72 Stunden. Das ist unser Leben in 72 Stunden. Lass uns was bewegen. Das ist unser Glaube, den wir leben. 1, 2, 3. Wir sind Sänger, Rappel! 72 Stunden, das ist unser Leben. 72 Stunden, lass uns was bewegen. Es ist unser Glaube, den wir leben, denn wir wollen nicht nur reden. Lass uns was bewegen. 72 Stunden. Ich bin so ein bisschen erschöpft, weil es war sehr viel Arbeit und auch ein bisschen müde, weil wir sehr wenig geschlafen haben. Aber ich bin auch sehr stolz, dass wir das in 72 Stunden auch geschafft haben, weil am Anfang war es eher so noch so ein Traum und der vielleicht nicht in Erfüllung gehen konnte, aber es ist auf jeden Fall gut geglückt. Das ist unser Leben in 72 Stunden, lass uns was bewegen.